Hallo liebe Studentinnen und Studenten der Universität Wien. Ich grüße euch ganz herzlich hier aus der Hauptstadt Frankreich, nämlich Paris. Ja, ich mache hier mein Erasmus-Semester und zwar an der Universität Sorbonne Nouvelle Troyes. Das ist die Universität, die den ganzen Bereich Kunst, Literatur, Theater und Medien umfasst. Ich studiere hier am Institut, sogenannt Etudes Théâtrales. Das ist das Institut, das meinem Institut in Wien entspricht, und zwar Theater, Film und Medienwissenschaften. Hier an der Universität gab es bereits für alle internationalen Studierenden einen Begrüßungstag, und zwar Mitte September. Hier wurden uns Tipps gegeben, wie man am besten durchs Studium kommt an der Universität hier in Frankreich. Und auch die Präsidentin hat uns sogar persönlich begrüßt. Das Wichtigste war, wir haben unseren Studentenausweis an diesem Tag bekommen, der natürlich ein Dokument für uns ist, dass wir hier offiziell an der Sorbonne jetzt studieren dürfen. Gleichzeitig wurde mir mitgeteilt, dass ich mich dann zu Beginn des Semesters auf Listen eintragen kann für meine Kurse, die ich hier belegen möchte. Ich kann mich einfach einschreiben bei Kursen, von denen ich denke, sie sind äquivalent zu denen, die ich in Wien besuchen würde. Gleichzeitig gibt es auch einen Sprachkurs während des Semesters. Ich mache einen Kurs zu Literatur und Kultur in Frankreich. Das Erasmus-Institut hier an der Universität Sorbonne Nouvelle Troyes organisiert auch ganz viele Events, Veranstaltungen und Ausflüge, wo wir einfach uns untereinander besser kennenlernen. Also einerseits die Dozenten und Studenten der Universität Sorbonne, aber auch die anderen Erasmus-Studenten. Und hier habe ich schon viele Kontakte geknüpft und internationale Freunde gefunden. Wie es dann bei meinen Kursen weitergeht, wie das an der Uni hier so abläuft, das erzähle ich euch das nächste Mal. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute und wir hören uns.